Herr Präsident, meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion ist ja immer für Belustigung gut. Wir freuen uns ja, dass Sie unserer Aufforderung nachgekommen sind, auch mal was Konkretes hier zum Komoran vorzulegen. Und als wir Ihren Antrag erhalten haben, kam der uns aber mal wieder erstaunlich bekannt vor. Und Sie ahnen es schon, bereits ein halbes Jahr früher hatte die AfD-Fraktion einen Antrag zur Bejagung des Kormorans eingereicht und dort gefordert, dass es für eine wirksame Bekämpfung auch um die Aufhebung von überflüssigen EU-Vorgaben gehen muss. Also das, was die FDP hier aufgreift, unter Punkt 4, zwar etwas laienhaft und handwerklich amateurhaft. Wir wollen keine Änderung von Vorschriften oder Gesprächsrunden. Wir wollen endlich, dass Bürokratie gestrichen wird und das Heft des Handelns denen in die Hand gegeben wird, die etwas von ihrem Handwerk und vom Naturschutz verstehen, also etwa den Jägern in Baden-Württemberg. Herr Hoher lässt sich mit den Worten zitieren: Seit Jahren weise ich auf den Rückgang unserer Fischbestände hin und nennt dabei auch den Kormoran als Ursache. Richtig, Sie weisen seit Jahren auf Probleme hin, konkrete Lösungen präsentieren Sie aber keine. Wir haben das getan und darüber werden wir dann in den kommenden Debatten noch ausführlich sprechen. Sie haben abgeschrieben und das auch noch schlecht. Dabei wäre es doch beim Thema Kormoranbekämpfung gar nicht so schwer gewesen, auch mal über alternative Ansätze nachzudenken. Schauen wir etwa nach Norden, konkreter nach Finnland. Dort konnte die Kormoranpopulation durch das verstärkte Aufkommen von Seeadlern reguliert werden. Jedenfalls kommen zu diesem Ergebnis die Forscher des finnischen Umweltinstituts. Seit dem Jahr 2015 ist der Bestand von Kormoranen nicht mehr gewachsen, sondern sogar zurückgegangen. Das wäre eine natürliche biologische Lösung, die ganz ohne Verwaltung, Steuergelder und Bürokratie auskommen kann. Also warum wirkt man nicht darauf hin, dass sich in Deutschland ein heimischer Vogel wieder verstärkt in Baden-Württemberg niederlässt, nachdem wir im vergangenen Jahr nach mehr als 100 Jahren wieder Fischadlernachwuchs in Baden-Württemberg feiern konnten? Machen uns nun die Vogelkundler Mut, dass auch der Seeadler sich wieder niederlassen könnte. Eine Konkurrenz für die Fischer stellen Seeadler aufgrund des Beuteschemas und der Jagdbereiche indessen nicht dar. Zu diesem Ergebnis kommen jedenfalls auch die Forscher des Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. Vielmehr noch, Seeadler könnten durch die Bejagung von Gänsen dazu beitragen, dass Uferzonen und damit Rückzugsräume für Fische geschont werden können. Aber kurzfristig wird es andere Lösungen geben müssen. Sonst wird es in ein paar Jahren manche Fischstände gar nicht mehr geben, die man schützen könnte. Wir sind deswegen nicht der Ansicht, dass wir wieder jahrelange Gespräche über Managementkonzepte, Harmonisierungen von Verordnungen brauchen, sondern konkretes Handeln, weshalb wir Sie nur aufrufen können, die in unserem kommenden Antrag formulierten Ansätze zu unterstützen. Die alternativen Demokraten stimmen diesem Antrag der FDP und dem Änderungsantrag der Grünen und der CDU zu. Ja, weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und wir nicht alles ablehnen, was von anderen mit dem vermeintlich falschen Parteibuch kommt. Vielleicht denken Sie alle, die sich hier zu den Superdemokraten stilisieren, mal darüber nach. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.